Ja, heute war die Wahl des Landtages in Rheinland-Pfalz, aber natürlich wurde auch in der Stadt Worms gewählt und ich darf als Wahlleiter für die Stadt Worms nun das vorläufige Ergebnis bekannt geben, nachdem 70 von 76 Stimmbezirken inklusive der Briefwahlbezirke komplett ausgezählt sind. Das Ergebnis scheint relativ stabil zu sein, wird sich nur noch unwesentlich nach oben oder nach unten verändern. Aber die Zahlen, die ich Ihnen jetzt vortrage, die sind sehr verlässlich. Wir kommen zunächst zu den Erststimmen und den Prozentergebnissen für die Direktkandidaten. Auf Herrn Gut von der SPD empfehlen glatt 39%, auf Herrn Kessel 27,1%, auf Herrn Grünewald 7,5%, auf Herrn Dr. Neureuther glatt 6,0%, auf Herrn Knopf von den Linken 3,6% und auf Herrn Lehmann von der AfD 16,7%. Die Zweitstimmenergebnisse für die jeweiligen Landesparteien auf die SPD entfielen 37,2%, auf die CDU 26,1%, auf die Grünen 5,6%, auf die FDP 5,7%, auf die Linke 2,9% und auf die AfD 17,5%. Ich bin sehr froh über eine gute Wahlbeteiligung in unserer Stadt Worms. Viele Menschen haben diese wichtige Entscheidung für Rheinland-Pfalz ernst genommen, sind zur Wahl gegangen, haben ihre Stimmen abgegeben. Und das ist ein gutes Zeichen für die lebendige Demokratie in unserem Land und auch in unserer Stadt. Und ein Zeichen dafür, dass die Menschen Anteil nehmen an den notwendigen landespolitischen Entscheidungen und natürlich auch mitentscheiden wollen, wer künftig die Regierungsverantwortung übernimmt. Im Land Rheinland-Pfalz ist die SPD unter der Führung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer erfolgreich gewesen. Ich möchte Frau Dreyer von dieser Stelle aus herzlich zu ihrem Wahlsieg gratulieren. Sie ist eine gute, zuverlässige und vertrauenswürdige Regierungschefin und hat damit den Auftrag der Wählerinnen und Wähler, ihr Amt auch weiter zu führen, eine neue Regierung zu bilden. Man darf jetzt gespannt sein, in welcher Konstellation eine neue Landesregierung zustande kommt. Aber ich bin sicher, wir werden als Stadt Worms weiterhin einen guten Kontakt zur rheinland-pfälzischen Landesregierung pflegen und damit auch dafür sorgen, dass die Wormser Interessen in Mainz immer gut gewahrt bleiben. In diesem Sinne herzlichen Dank allen, die zur Wahl gegangen sind. Und ich möchte vor allen Dingen allen denen danken, die in den Wahlvorständen, draußen in den Wahllokalen, hier in den Briefwahlbezirken und natürlich auch im Wahlamt der Stadt Worms eine große Verantwortung übernommen haben und engagiert gearbeitet haben. Herzlichen Dank dafür. Weiterhin alles Gute.